Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich mit euch über das Thema Godzilla gesprochen habe. Das hat zum einen damit zu tun, dass wir aktuell relativ wenig Godzilla-Input bekommen und zum anderen natürlich, dass wir umso mehr Jurassic Park und Jurassic World Input bekommen, aufgrund eben des Kinostarts von Jurassic World Dominion. Der läuft aber zur Aufnahme dieses Videos bereits nächste Woche im Kino an. Da wird es dann noch zahlreiche Videos dazu geben. Keine Sorge, das Thema Jurassic Park ist noch lange nicht abgehakt. Aber wir müssen uns jetzt schon langsam darauf vorbereiten, dass wir in gar nicht allzu ferner Zukunft immer mehr Input und Content zu den kommenden Monsterverse-Projekten bekommen werden. Denn das Monsterverse wird weitergehen auf eine Art und Weise, wo ich ein Video drüber gemacht habe und gesagt habe, bitte nicht so. Genau das passiert jetzt. Wir bekommen ein an Marvel orientiertes Monsterverse. Warum ich das nicht mag, ich finde einfach, Godzilla passt da nicht so rein, gibt mir abgeschlossene Abenteuer. Wie gesagt, das Ganze habe ich schon tausendmal erzählt. Ich habe dir hier oben mal das Video von mir verlinkt, wo ich das ausführlich besprochen habe, warum das keinen wirklichen roten Faden braucht wie Marvel. Ist aber nur meine Meinung. Vielleicht wird das Ganze auch unfassbar gut und wer weiß das schon. Zum einen steht uns jetzt die Serie Monarch bevor, in der Godzilla eine sehr präsente Rolle spielen soll. Das wurde jetzt veröffentlicht. Des Weiteren bekommen wir eine Animationsserie über Kong oder zumindest über Skull Island. Die Serie heißt eben nur Skull Island. Und es wurde offiziell bestätigt, dass das Monsterverse auch fortgesetzt wird. Das heißt, ein Film, der nach Godzilla vs. Kong spielt, und sehr viele Theorien spekulieren, dass es sich hierbei um eine Art Son of Kong handeln soll. Also es wird sehr wahrscheinlich ein neuer Kong-Film werden. Dumm für alle Godzilla-Fans im Endeffekt. Dafür bekommen wir aber dann eine eigene Serie, in der Godzilla eben sehr präsent ist. Das finde ich doch eigentlich eine ganz faire Sache. Du wirst dir jetzt denken, Tobi, was quatschst du eigentlich? Komm jetzt mal auf den Punkt. Es geht hier eigentlich um ein Video, das ich vor einiger Zeit mal veröffentlicht habe, wo ich die Theorie aufgestellt habe, dass Space Godzilla eventuell schon längst im Monsterverse aktiv ist. Und da habt ihr massig drunter geschrieben, nee, ich glaube, das ist eher Destroyer. Destroyer ist der coolste, Destroyer ist der geilste. Überall kam Destroyer auf. Und Destroyer ist ja auch so ein heimlicher Favorit, eben ganz klar, weil er Godzilla damals, Achtung Spoiler, getötet hat. In diesem Video will ich mit dir darüber sprechen, ob Destroyer wirklich der Thanos des Monsterverse werden kann oder ob das gar nicht so funktioniert. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Der Kampf von Godzillas Erzfeinden unter den Fans ist ja eigentlich enorm. Egal, wen man da anspricht. Wer ist denn eigentlich jetzt der Erzfeind von Godzilla? Da hört man dann Stimmen wie, ja, dumme Frage, das ist doch Mecha-Godzilla. Nee, das ist Ghidorah. So ein Schwachsinn, das ist Destroyer. Und Destroyer, obwohl der eben nur wirklich eine ganz kurze Präsenz in diesem gesamten Filmuniversum von Godzilla hat, also ich meine, er kommt sogar nur in einem einzigen Film vor, korrigiert mich, wenn das nicht stimmt, bleibt er den meisten doch eben im Gedächtnis. Und ja, Destroyer, der Name basiert auch auf dem Oxygen Destroyer, den wir aus Godzilla 1954 schon gesehen haben, der Godzilla damals den Gar ausgemacht hat. Kommen wir jetzt einfach mal zu einem Pro-Argument. Ja? Warum macht es denn Sinn, Destroyer als großen Thanos des Monsterverse aufzubauen? Na eben genau aus diesem Fakt. Destroyer ist so der Doomsday, was Doomsday für Superman war, nur eben für Godzilla. Er hat Godzilla einfach getötet, deswegen ist er eine Gefahr. Deswegen würde es irgendwo Sinn machen, dass Hollywood sagt, jo, machen wir, Destroyer macht Sinn, weil er eben auch in den Filmen diese mächtige Präsenz hatte. Ich sage, das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass Destroyer eine größere Rolle spielen wird, dass man ihn längere Zeit aufbauen und dann irgendwann zeigen wird, eben weil er diese Präsenz hatte. Aber ich sage euch jetzt noch, warum das in dem Monsterverse von Legendary nicht so gut funktionieren wird. Wenn wir uns einmal ansehen, wo Destroyer herkommt, ich breche das mal ganz kurz runter. Wenn du mal ein Video haben willst zu den einzelnen Kaiju-Figuren, wo ich ausführlich darüber spreche, wie die überhaupt zustande gekommen sind, dann mache ich das ganz gerne, schreib es mir in die Kommentare unten rein. Destroyer basiert aber eben ursprünglich auf dem Oxygen Destroyer, das ist ja so der große Clou dahinter. Und da haben wir auch schon das Problem an den Legendary-Filmen. Bei der Toho-Reihe haben wir eben mitbekommen, okay, Destroyer, Oxygen Destroyer, die gehören irgendwie zusammen, deswegen existiert diese Figur. Aha, Moment. Aber der Oxygen Destroyer hat doch Godzilla damals getötet. Oh mein Gott, das ist so ein Effekt, den man eben dann bekommt, weil man eben weiß, okay, diese Waffe hat Godzilla schon mal getötet und jetzt ist sie manifestiert in einem Kaiju. Erinnern wir uns jetzt mal daran, was der Oxygen Destroyer in Legendary wirklich gemacht hat. Es gibt sehr viele Leute, die nicht wissen, dass dieser Oxygen Destroyer auch in den Legendary-Filmen eingesetzt wurde. Mich zum Beispiel, ich habe das irgendwie im Film nicht mitbekommen. Der Oxygen Destroyer im
Original Godzilla von 1954 war eben auch eine ziemlich coole Sache. Die hat dann auch die Thematik der Atombombe noch ein bisschen mit eingebaut, dass man eben sagt, okay, wir haben jetzt diese Fähigkeit, wir haben jetzt die Technik, so etwas zu erstellen, aber sollen wir das wirklich machen? Das ist eine rein philosophische Frage und ich mag sowas, ja, wenn man sich wirklich auch Gedanken um ein Thema macht. Ein Grund auch, warum ich den allerersten Godzilla als einen der besten Godzilla-Filme ansehe, wahrscheinlich sogar mein Lieblings-Godzilla-Film, wenn ich ganz ehrlich bin. Der Film endet sogar mit dem Satz, wir müssen jetzt nur aufpassen, also nachdem Godzilla dann getötet wurde, sagt dann eben jemand, wir müssen jetzt nur aufpassen, dass nach Godzilla nicht unsere eigene Waffe der nächste große Feind wird. Der Oxygen Destroyer wird hier also thematisiert, der hat fast einen eigenen Charakter, hier wird davor gewarnt, ey, Leute, das kann noch schlimmer werden, passt also auf. Cut, später kommt eben Destroyer. Im Monsterverse, wie es eben dann jetzt heißt von Legendary, ist der Oxygen Destroyer eigentlich nur dafür da, um irgendwas Pompöses auf die Leinwand zu bringen. Ich meine, das Teil explodiert wie eine Atombombe, nur halt eben in grün und soll irgendwie einen krassen Effekt darstellen. Ich verstehe das auf der einen Seite, man will sowas im Kino sehen, das hat Bums, das ist alles super cool. Aber er hat nicht mal den Effekt, den er eben eigentlich haben müsste, um Destroyer als die große Gefahr aufzubauen, weil, naja, es wurde einfach kein Kaiju mit dieser Waffe getötet. Zumindest nicht in Legendary-Filmen. Aus diesem Grund denke ich, Destroyer macht Sinn als großen Antagonisten, eben weil er auch eine riesige Fanbase hat. Und das geht an Legendary und Hollywood eben auch nicht vorbei. Die werden das wieder aufgreifen. Und ich glaube nicht, dass er in einem einzigen Film auftreten wird. Ich glaube tatsächlich, weil er eben auch Godzilla getötet hat, wird er eine größere Rolle bekommen. Aber ich sage jetzt schon mal, wenn man das Ganze nicht noch einmal aufgreift und nicht noch ein bisschen weiter aufbaut, wird der Effekt, dieser Thanos-Effekt, wie ich ihn nenne, der wird nicht funktionieren. Will ich Destroyer auf der großen Leinwand sehen? Auf jeden Fall, natürlich. Aber ich hoffe mal, ihr versteht, was ich damit meine. Dieser Zusammenhang zwischen der Oxygen Destroyer hat Godzilla schon mal getötet und jetzt wird er zu einem Kaiju manifestiert und taucht wieder auf und tötet Godzilla noch einmal. Das ist für mich als Zuschauer einfach sehr viel intensiver, das zu begreifen, was da gerade passiert, als eben jetzt hier eine Atombombe, die hochgeht, die einfach einen Null-Effekt hatte und dann, hey, daraus haben wir jetzt übrigens kommt jetzt übrigens ein neues Monster hervor. Das irgendwie funktioniert dieser Effekt einfach nicht in der Legendary-Reihe. Mit diesem Video werde ich jetzt den kommenden Godzilla-Content einleiten. Da wird jetzt noch mehr kommen. Ich habe mir extra alle Filme auf VHS geholt. Ich habe mir sogar einen Videorekorder gekauft und werde die ganzen Filme nachholen. Ich habe schon ein paar Kritiken zu den älteren Filmen gemacht, habe ich dir mal in den Kommentaren unten verlinkt und jetzt werde ich das Ganze weiter fortführen. Das heißt, wir werden wieder über Godzilla reden, ich werde Theorien aufstellen, ich werde mir Infos irgendwo herausziehen, sofern ich eben welche bekomme. Denn für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich bin noch gar nicht so lange in der Thematik Godzilla drin und habe noch nicht alle Filme gesehen. Das heißt, ein Großteil der Filmkritiken und Reviews, die ihr auf diesem Kanal seht, die sind nachdem ich den Film das allererste Mal geschaut habe. So viel eben dazu. Also willkommen zurück, Godzilla-Thematik. Godzilla-Content auf diesem Kanal. Ich bin damit raus mit diesem Video. Wenn du Fragen hast, wenn du Ideen hast zu Godzilla-Themen, die ich mal ansprechen könnte oder irgendwas, ähnlich wie auch bei Jurassic Park, schreib es mir in die Kommentare unten rein. Würde mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.